Mein Name ist Markus Baumann, ich bin der Rektor der Fachhochschule Aachen. Vor meiner Zeit hier an der Fachhochschule war ich lange Zeit in der Polarforschung tätig und ich würde auch gerne eine Geschichte erzählen zum Thema Europa, die ursächlich mit dieser Polarforschung zu tun hatte. Wir waren damals im Jahre 1987 auf einer mehrmonatigen Arktis-Expedition gewesen, auf dem Schiff, auf der FS Polarstern. Und da waren auch viele ausländische Wissenschaftler, unter anderem eine Amerikanerin, mit der wir auch eng zusammengearbeitet haben. Und die hat uns dann, wir waren eine Gruppe aus Aachen, die hat uns dann hier in Aachen nach der Reise besucht, aus Gründen, weil wir da noch Nachbesprechungen im Institut hatten, aber auch natürlich, um hier ein bisschen Deutschland kennenzulernen und vor allen Dingen auch Europa kennenzulernen, denn es hat sie schon interessiert, dass Aachen ja am Dreiländereck mit Belgien und den Niederlanden eine gemeinsame Grenze hat. Wir haben in der Zeit viele Motorradtouren gemacht und sie war auch ganz gespannt darauf und ist mitgefahren und wir sind dann in Aachen gestartet und in Wals über die Grenze gefahren. Und sie war ganz aufgeregt, dass wir einfach von den Zöllnern so durchgewunken wurden. Damals war ja noch kein Schengen. Und hat dann darauf bestanden, dass ich umdrehe und wieder zum Zoll fahre, weil sie wollte doch nochmal ihren Pass zeigen und sie wollte vor allen Dingen einen Stempel haben. Und dann hat sie den Zollbeamten angesprochen. Und er war sehr freundlich und er hat versucht, ihr zu versichern, nein, sie bräuchte keinen Stempel. Sie könnte wirklich einfach über die Grenze fahren und irgendwann hat er verstanden, dass es auch irgendwie für sie um eine Erinnerung ging und dann ist er mit ihr in das in dieses Gebäude gegangen, dieses Zollgebäude und hat ihren ganzen Haufen Stempeln in ihre Sichtvermerke da gedrückt und sie war ganz stolz darauf. Dann sind wir eine Weile durch die Niederlande gefahren und sind dann auch am Dreiländerpunkt gewesen. Das hat sie unheimlich beeindruckt, dass man am Dreiländerpunkt mit dem einen Bein in Belgien, mit dem anderen Bein in den Niederlanden und wenn man ein drittes gehabt hätte, auch noch mit dem dritten Bein in Deutschland hätte stehen können. Sie ist dann immer um diesen Punkt herumgelaufen und hat sich wie ein kleines Kind gefreut, dass sie einfach so von einem ins andere Land laufen konnte. Dann sind wir vom Dreiländerpunkt über Gemmenich gefahren, also praktisch aus den Niederlanden in nach Belgien hinein und da hat man dann das Problem, dass gar kein Zollbeamter da war. Wir haben dann angehalten, wir haben geklingelt, es war kein Zollbeamter da, sie konnte keinen Stempel kriegen. Und dann sind wir eine Weile durch Belgien gefahren und irgendwann nach Luxemburg gekommen, dasselbe Spielchen wieder, sie hat auch ihre Stempel bekommen. Wir sind wieder nach Belgien zurück, sind von Belgien dann wieder nach Deutschland gefahren und da hatte sie dann auch das Glück beim Eintritt wieder nach Deutschland, dass sie dann wieder Stempel kriegen konnte. Und es war ein großes Erlebnis für sie und das ist ja 1987, das ist ja... Wie lange ist das jetzt hier? 30 Jahre? Und wir reden. Also wenn wir uns heute treffen, redet sie immer noch ganz toll davon. Denn sie macht nach wie vor in den USA natürlich ganz andere Erfahrungen. Wenn sie versucht, nach Kanada zu fahren, wenn sie versucht, nach Mexiko zu fahren, dann sind das immer sehr aufwendige Grenzkontrollen. Und da ist dieser europäische Gedanke, der dahinter steckt, über den wir damals dann auch viel diskutiert haben, der hat sie sehr beeindruckt. Und das fand sie, ja, war für uns auch ein tolles Erlebnis zu sehen, dass dieses Privileg der offenen Grenzen, die wir hier haben und die wir natürlich jetzt seit dem Schengener Abkommen noch mehr genießen können, dass es ein ungeahnter Vorteil ist, was das Zusammenleben und das Zusammenwirken zwischen verschiedenen Ländern anbelangt.